Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Schachfolge. Ich habe ja schon etwas länger keine Schachfolge mehr für euch hochgeladen. Nur jetzt dachte ich, ist es mal an der Zeit, ich habe Lust, mal eine Folge hochzuladen. Ja, folgendes. Ich habe schon ein paar Partien mit Leuten aus aller Welt gespielt. Ich glaube, drei, vier habe ich noch mal gespielt. Ab und zu gewonnen. Zweimal, glaube ich. Einmal verloren. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Spielstärke. Die beträgt 1000. 50, 60, 70, irgend sowas. Also, das ist wohl jetzt die Spielstärke, nach der wir uns jetzt richten müssen. Ich denke, da ist noch Luft nach oben, aber auch noch Luft nach unten. Ich hoffe mal nicht, dass es nach unten geht. Gut, wir spielen einfach mal, ne? Werden wir einfach mal ein Schnellspielchen spielen und schauen wir mal, wie wir uns so schlagen in der neuen, ja, in der neuen, was, wie sagt man da, in der neuen Lichess Elo Liga bei 1050. Liga. Gibt natürlich keine Liga. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Jetzt werden wir mal schauen, wie wir uns schlagen. Seid ein bisschen gnädig mit mir, denn spielen und kommentieren ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man sich konzentrieren muss auf das Spiel, habe ich festgestellt. So, also wir haben 1084 und wir beginnen. Sehr schön. Es ist natürlich schwierig. Jetzt, oh, jetzt haben wir auch noch einen starken Gegner. 1000, wie viel hat er? Keine Ahnung. 1139. Aha, er ist natürlich ziemlich stark, muss man so sagen. Gut, wir werden jetzt einfach vielleicht hier so mal weitermachen. Jetzt gibt es ja noch keine konkrete Gefahr, würde ich sagen. Wir schützen den Bauern. Er kommt jetzt mit seinem raus. Weiß nicht, was er vorhat. Tja, okay, wenn er jetzt unseren Bauern haben will, ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Gefällt mir nicht so sehr. Und wenn wir jetzt mit dem König dann ziehen, dann haben wir ja, können wir keine Rochade machen. Das gefällt mir aber gar nicht. Gar nicht. Können wir ihn dann einsperren? Ja, auch nicht so gut. Ah, ist ein Mist jetzt hier. Soll ich mal angreifen? Dann ist das Feld ist aber zweimal gedeckt. Ja, egal, wir gehen noch hier mal raus. Jetzt nimmt er sich unseren Bauern wahrscheinlich auf Angriff. Denke ich mal. Oder nicht? Ich hätte. Nein, nimmt er nicht. Dieses Feld ist jetzt zweimal da. Da, da, da. Dann kann ich ja schon eigentlich nach vorne, ne? Gehen wir nach vorne. So. Das sieht doch gut aus. Wir sind in der Mitte, stabil. Und er schnappt ihn sich mit dem Bauern. Okay. Ja. Schnapp ihn zurück. Und kommt da mit der Dame raus, wenn er jetzt schlägt. Ansonsten würde ich vielleicht gerne ein bisschen Druck machen mit dem Läufer und dann kann ich gleichzeitig die Rochade machen. Tschaderbräu. Ja, er legt auch ein bisschen lang, das gefällt mir. Habe ich auch ein bisschen Zeit, meine Taktik durchzuplanen. Was ist deine Taktik, Tschaderbräu? Was überlegst du jetzt momentan? Ich meine, ich glaube, er macht jetzt eine Rochade, überlegt wahrscheinlich, ob er jetzt hier rochieren soll. Ja, mir aus. Kann er jetzt nicht weg, der ist jetzt gefesselt. Schauen wir mal. Also, man hat ja auch immer Positionen, die man sonst nie so hat. Also, es ist halt faszinierend am Schach. Hast du Positionen, die hast du vorher nie gehabt.
Obwohl ich versuche ja immer gleich zu spielen, was die Eröffnung anbelangt, aber irgendwie 0, nichts wird es wieder ein komplett anderes Spiel. Jetzt mit der Dame draußen ist natürlich ein bisschen schlecht. Ja, ich wollte jetzt das Pferd hier, weil was bringt's? Bin jetzt eher in der Defensive gewesen, was das betrifft. Er hat hier den König so gedeckt. Genau. Okay. Passt. Jetzt greifen wir mal hier an. Schauen wir, was los ist. Okay. Warum hat er den jetzt genommen? Schach. Oder übersehe ich jetzt was? Ah. Soll ich jetzt austauschen, ist die Frage. Soll ich jetzt austauschen? Ja, ich wüsste jetzt halt auch kein gutes Feld für mich, oder? Ja. Tauschen wir aus und dann rochieren wir beide, ne? So ist der Plan. Wobei, er kann ja nicht mehr. Das ist gut. Dann ist der König wenigstens hier vorne. Und kriegt gleich den nächsten Schach dann. Das gefällt mir. Jetzt kann er nicht mehr rochieren. Der König steht schon offen. Ist doch gut. Ist doch gut. Ist doch alles gut. Mal ein Schach hier. Und dann mit dem Läufer irgendwie raus, ist ja der Plan bei mir. Ja, das weiß ich nicht, ob das so gut war. Das Pferd ist jetzt total gebunden. Ich hätte eigentlich Schach setzen können, aber es hätte auch nichts gebracht. Dann wäre er halt mit seinen Bauern vorgekommen. Wenn ich jetzt das Pferd austausche, er nimmt mit dem Läufer und ich nehme mit dem. Ja, ist doch cool. Pferd gegen zwei Figuren dann. Oder nicht? Kann mit dem Pferd jetzt nicht weg. Der König halt, ne, weil er so weit vorne war. Das ist schon scheiße. Wenn der König so weit vorne ist und oh, keine Rochade gemacht hat, ist er jetzt halt immer ein bisschen Hintertreffen. So, mein Lieber. Verdoppelt. Zack, zack, zack. Weiß nicht, was ich jetzt mache. Jetzt ist halt die Frage, was mache ich jetzt? Das ist halt die Frage, was mache ich jetzt? Versuche ich halt, ja, seine. Wird gern seine. Warte mal. Ach,
Meine Bauern sind total hier noch in der Defensive. Zack. Das ist halt nicht so fein. Jetzt ist mein Läufer auch noch eingesperrt. Eine gute Frage, was ich jetzt am besten mache. Das ist jetzt gut. Guter Rat ist teuer jetzt, ne? Was mache ich? Greife ich mal seinen Turm an, einfach plump seinen Turm angreifen. Und dann zieht er halt nach vorne, was interessiert ihn? Aber ich könnte halt gleichzeitig Schachgebot hier geben. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Wir haben ja drei Punkte vorne, drei Figuren. drei Figurenpunkte. Also es war ein Läufer, glaube ich, mehr. Ja, hier habe ich ihn ja. Läufer mehr von den Bauern her. Alles gleich noch. Bin ich ja gespannt. Gut. Schach, würde ich sagen. Aber was bringt mir das, wenn ich jetzt Schach gebe? Er will jetzt meine Bauern abräumen. Von links. Aber wenn ich Schach gebe, was bringt mir das dann? Dann geht erstmal der König weg. Ich hätte einen Plan, ich sollte mir einen Plan ausdenken, aber ich will jetzt auch nicht zu viel überlegen. Genau. Und jetzt ist ja der Plan, mit den Türmen nach oben zu gehen und hier die Linie freizuräumen. Frage ist nur, welche Position wäre ganz gut? Hier wird er angegriffen. Hier vielleicht? Genau. Jetzt, was mache ich jetzt? Nochmal Schach. Bringt auch nicht viel. Der nervt mich auch momentan. Eieiei. Schwierige Situation. Was mache ich jetzt am besten? Du versuche ich auch seine Bauern einfach abzuräumen. Bin ja eine Figur im Voraus. Und der König. Oh nein, Schachmatt. Oh Gott, ich habe es nicht gesehen. Nein, ich muss mir ein Luftloch schaffen. Oh, Leute. Schachmatt oder was? Noch nicht? Warum noch nicht? Oh nein. Nein, ich habe es nicht gesehen. Mist. Ich habe es nicht gesehen. Nein. Okay. Ja, schade. Schauen wir uns nochmal die Analyse an. Ah nein, ich habe es überhaupt nicht gesehen, das Schachmatt, das drohte. Oh. Haben wir ordentlich verloren hier. Aber gut, er war ja tendenziell besser. Schauen wir mal.
Wo war das Entscheidende? Also hier passt ja noch. Okay, hier ist der Anfang. Ich gucke mir mal hier so die Computerwertung an. Da war ja noch alles gut. Hier sind wir leicht im Vorteil. Dann wieder Mitte. Eigentlich alles ziemlich ausgeglichen. Und jetzt sind wir gut im Vorteil. Momentan. Ich glaube, wir waren auch lange Zeit im Vorteil, nur irgendwo. Ich habe das Schachmatt überhaupt nicht gesehen. Ich war zu fixiert. Jetzt ihn Schachmatt zu setzen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das offensichtlich? Und jetzt hätte ich mit dem Bauern raus müssen. Das wäre die Sache gewesen. Einfach mit dem Bauern raus. Zack. Und jetzt verloren. Nein, dieser eine Zug. Und er hat es gleich erkannt. Ah. Okay, das war jetzt mal eine kurze Partie. Also, ich glaube, wir waren ein Stück weit eigentlich schon vorne. Nur ich habe das Schachmatt überhaupt nicht kommen sehen. Ich war so fixiert, jetzt den Gegner möglichst schnell Schachmatt zu setzen oder hier einen Vorteil aus der Position zu gewinnen, dass ich nicht gesehen habe, dass er mit einem Zug oder mit zwei Zügen dann Schachmatt bin. Ich hätte mir einfach dieses Luftloch schaffen sollen. Naja, so ist das manchmal. Die offensichtlichen Sachen sieht man nicht, weil man zu fixiert ist auf seinen eigenen Plan. Also, das wird mir hoffentlich beim nächsten Mal nicht mehr passieren. Und ja, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir versuchen mal auf, wie viel haben wir jetzt verloren? 22 Punkte. Gut, so viel haben wir jetzt auch nicht verloren. Wir versuchen mal auf 1100 zu kommen, wie unser Gegner. Ich denke, wir hatten den Gegner im Griff. Also, er ist ja ein 1100er. Und beim nächsten Mal, oder die nächsten Partien werden wir da schon schaukeln. Okay, habt noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.